Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Baustoffhersteller jetzt dazu übergehen, mehr Sekundärrohstoffanteile einzusetzen. Wir versuchen das manchmal auf später zu schieben und die Baustoffhersteller versuchen, ihre Materialien recyclinggerecht zu entwerfen für die Zukunft. Ich würde mir aber wünschen, dass jetzt sofort mehr Sekundärrohstoffe eingesetzt würden, weil wir jetzt sofort Ressourcen sparen müssen und nicht erst in 50 oder 80 Jahren, wenn die heutigen Neubauten zurückgebaut werden. Das ist allerdings nicht nur ein Problem der Baustoffhersteller, sondern auch der Normung. Manchmal spricht die Normung dagegen, dass die Normung verlangt, dass Primärmaterialien eingesetzt werden, obwohl es gut möglich wäre, Sekundärmaterial einzusetzen. Bestes Beispiel ist das Zinkdach, über das Sie gerade gesprochen haben. Da schreibt die Norm vor, dass das Material aus primärer Rohstoffquelle stammen muss. Und das ist Unsinn, weil man genauso gut solche Zinkbleche gut aus recyceltem Zink herstellen könnte. Und da muss die Industrie viel in der Normung noch tun, sich engagieren, dass diese Dinge geändert werden.